Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich erzähle Ihnen heute etwas über das Thema transformationale Führung. Da bin ich zu Hause, da kenne ich mich ganz gut aus. Als ich für diesen Vortrag angefragt wurde und habe gehört, es handelt sich um Kata, war meine erste Assoziation wunde Füße. Ich weiß nicht, ob sie damit was anfangen kann, woher das kommt. Bei mir ist es so, ich habe mal Karate gemacht. Und bei Karate ist eine Kata der imaginäre Kampf oder der Kampf gegen einen imaginären Gegner in einer festen Abfolge von Schlägen, Tritten und Blöcken. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Bei mir war es leider so, dass mein Karateverein den deutschen Meister gestellt hat. Und dadurch hatten wir einen gewissen Schwerpunkt auf Kata. Nach dem grünen Gurt habe ich dann auch aufgehört, aber hatte in der Zwischenzeit relativ häufig eben diese wunden Füße, weil wenn man bei diesen Bewegungen im Training bei der Kata immer über diesen Turnhallenboden schleift, dann kann es schon mal schnell zu Blasen und ähnlichen Problemen kommen. Also, als ich dann allerdings dieses Buch bekommen habe, war ich erleichtert, dass das doch nichts mit wunden Füßen zu tun hat und habe festgestellt, dass vieles von dem, was ich hier gefunden habe, dass das doch Parallelen hat zu dem Thema, über das ich heute gerne zu Ihnen sprechen möchte, transformationale Führung. Ganz kurz vielleicht, wo komme ich her, was mache ich? Die Firma, für die ich stehe, macht im Wesentlichen organisationspsychologische Beratung. Wir sitzen in Köln, ein kleiner Berater, inzwischen machen wir auch ein bisschen Kundenforschung. Und wir beschäftigen uns am liebsten mit solchen Führungsprojekten. Führung ist etwas, das lernt man nicht von heute auf morgen. Ich bekomme zwar ab und zu Anrufe von Leuten, die sagen, können Sie für uns nicht vielleicht so ein Seminar machen? Sage ich, ja, kann ich gerne machen, aber Sie wissen schon, dass nichts dabei rauskommt. Stille, dann kommt irgendwann die Frage, wieso? Und dann erkläre ich, dass das Verhalten von Menschen sich nur dann ändert, wenn sie die Gelegenheit haben, es immer wieder zu üben. Und das habe ich in diesem Buch ja auch gefunden. War die erste Gemeinsamkeit. Gut, Sie sehen, wir arbeiten im Wesentlichen für Banken und Versicherer. Das heißt, mit der Technik, mit der Produktion habe ich bisher nichts zu tun gehabt. Aber das, was ich hier bisher mitbekommen habe, hört sich auch für mich ganz spannend an. Wichtig bei uns ist, dass wir das Know-how, was wir haben, uns aus Quellen ziehen, die dafür das richtige Instrumentarium liefern. Das ist beim Thema Führung die Universität der Bundeswehr in Hamburg. Dort haben wir einen Professor, mit dem wir eng kooperieren. Und beim Thema Arbeitszufriedenheit mit der Uni Köln. Ja, und zu meiner Person gibt es nur zwei Sachen, auf die ich kurz hinweisen möchte. Erstens, wenn Sie sich für dieses Thema transformationale Führung interessieren, dann lege ich Ihnen hier diese Website ans Herz, transformationale-führung.de. Dort finden Sie sehr viele Informationen rund um das Thema, nicht nur Dissertationen, Forschungsberichte, sondern auch Umsetzungsbeispiele und Videos. Und was mir wichtig ist, wenn ich Leuten beibringen möchte, wie man führt, dann sollte ich selber diese Führungserfahrung haben. Und die habe ich gesammelt in 8 Jahren bei einem großen Marktforscher. Da ist es, in Köln. Gut, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Was verstehen Sie denn unter Führung? Ich bin ein Freund einfacher Definitionen. Deshalb sage ich, Führung ist für uns die direkte und zielgerichtete Einflussnahme von Vorgesetzten auf Mitarbeiter in Organisationen. Relativ einfach, gut anzuwenden. Organisation heißt hier nicht nur Unternehmen, sondern heißt zum Beispiel auch im Verein, in der Politik und in anderen Organisationen, wo Menschen zusammenkommen und wo sich meistens ein Verhältnis von Über- und Unterordnung darstellt. Wenn man das gut macht, dann können Sie solche Effekte erzielen. Angefangen von einer höheren Motivation. Ich muss mal dieses Buch aus der Hand legen. Tolles Buch übrigens, aber stört gerade. Angefangen von der Motivation, größeres Vertrauen in die Führungskraft, mehr Innovation, Gesundheit ist ein wichtiges Thema, Leistungsfähigkeit, höherer Output. Alles das sind Ergebnisse von Untersuchungen zum Thema Führung, wenn sie richtig gemacht wird. Und transformationale Führung ist tatsächlich ein Beispiel dafür. So, was ist transformationale Führung? Das erste Mal ist dieser Begriff aufgetaucht im Jahre 1978 in einem Buch von einem Politikwissenschaftler, Gregor Berns, Transformational Leadership, hat er leider nicht weiter ausgeführt, was er damit meint. Das hat dann jemand anders übernommen, und zwar 1985. Das ist Bernhard Bass. Der hat dazu ein Buch herausgegeben, das heißt Leadership and Performance
Beyond Expectations. Und das zeigt schon ziemlich gut, wohin die Reise geht. Dass man nämlich durch Führung Output, Ergebnisse erzielen kann, die jenseits der Erwartungen sind. Und er hat auch beschrieben, wie man das machen kann. Und das möchte ich Ihnen gleich im Folgenden vorstellen. Das Ganze basiert auf einem Ansatz, den Sie kennen. Der hat einen etwas kryptischen Namen hier. Transaktionale Führung. Können Sie sich darunter etwas vorstellen? Management by Objectives, das kennen Sie. Führung mit Zielen. Machen wahrscheinlich auch die meisten von Ihnen. Vielleicht nicht unbedingt auf dem Shopfloor, aber im Management. Und dazu gehört noch Management by Exceptions. Das heißt also, man gibt den Mitarbeitern den Rahmen, in dem sie sich bewegen können und die sollen dann die Ergebnisse liefern. Die Führungskraft hält sich raus. Wir wissen, dass deshalb stehen auch zwei Sterne, ganz gute Ergebnisse zeitigt. Aber wenn Sie Top-Ergebnisse haben wollen, wenn Sie sehr zufriedene Mitarbeiter wollen, wenn Sie sehr gebundene Mitarbeiter haben wollen und vor allen Dingen, wenn Sie einen entsprechenden Output erzielen wollen, dann brauchen Sie etwas mehr. Das ist die transformationale Führung. Während die transaktionale Führung sich konzentriert auf die extrinsische Motivation. Das heißt also beispielsweise Belohnungen, Lob, Boni, Prämien, Incentives etc. kommen von außen und dafür strengt man sich an. Ist gut, funktioniert, besser funktioniert allerdings die intrinsische Motivation. Das heißt, den Mitarbeitern und auch den Führungskräften macht die Arbeit an sich Spaß. Damit erzielen sie die besten Ergebnisse. Und Aufgabe der Führungskraft ist hier Einfluss zu nehmen auf Werte, Ziele und Ansprüche der Mitarbeiter. So, was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir hier im Rahmen der transformationalen Führung im Wesentlichen mit zwei Hebeln arbeiten. Der eine Hebel ist das Selbstwertgefühl. Unter Selbstwert können sich die meisten schon was vorstellen. Das ist also die allgemeine Einschätzung, die man zu seinen eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten oder Kompetenzen hat. Kann hoch oder niedrig sein. Selbstwirksamkeit ist ein ganz spannendes Konzept. Ist noch gar nicht so alt, ist aus den 60ern. Da geht es darum, dass man eine Einschätzung darüber hat, ob man ein ganz bestimmtes Verhalten, das man sich von jemand anders abgeguckt hat, selber erfolgreich in Zukunft ausführen kann. Das ist Selbstwirksamkeit. Und mit diesen zwei Hebeln können Führungskräfte sehr effizient und auch sehr effektiv agieren. Das wird erreicht, indem die Mitarbeiter sozusagen dazu motiviert werden, die Ziele der Organisation als die eigenen zu übernehmen. Ich zeige gleich nochmal en Detail, wie das funktioniert. Wichtig für die Führungskraft ist es dabei, anspruchsvolle Ziele zu formulieren, eine emotionale Bindung aufzubauen zu den Mitarbeitern und schließlich damit auch das Selbstvertrauen, die Selbstwirksamkeit zu stärken. Das führt dann im Endeffekt zu Zielen und Werten, die internalisiert sind und eine höhere Leistungsbereitschaft auf Seiten der Mitarbeiter. Haben Sie soweit Fragen? Dann mache ich einfach mal weiter. Vielleicht ergeben sich ja noch ein paar Fragen. Gut, also wie sieht das jetzt im Detail aus? Vielleicht wichtig an der Stelle, bevor ich das vergesse, ist, ich komme da zwar gleich nochmal drauf zurück, aber das hier. Man sagt zwar jedem Psychologen seine eigene Theorie, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass sie diese Ansätze auch messen können. Messungen in der Psychologie sind das A und O. Und das heißt, meistens sind es Messungen durch Befragung. Und auch hier gibt es ein Befragungsinstrument, mit dem valide, also gültig, transformationale Führung nachgewiesen werden kann. Das kommt bei uns auch zum Einsatz. Zu den Ergebnissen sage ich gleich noch etwas. By the way, transformationale Führung ist ein Konzept, das nach seiner, ja, ich sag mal, Entwicklung 1985 einen unglaublichen Boom ausgelöst hat. Ganz viele Organisationspsychologen sind da draufgesprungen und haben Untersuchungen angestellt. Ich war in der Vorbereitung für meinen Vortrag mal in der Universitätsbibliothek von Köln und habe mit den entsprechenden psychologischen Suchmaschinen mal geguckt, wie viele Einträge es gibt zur transformationalen Führung. Das sind mehr als 4.500. Das nächstbekannte Konzept, situative Führung, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, kommt auf weniger als die Hälfte. Also transformationale Führung ist ein Konzept, was sehr erfolgreich hilft innerhalb der wissenschaftlichen Community, sehr gut untersucht ist und wir wissen eine ganze Menge zu den Bedingungen und auch zu den Effekten. Zu den Effekten kommen wir gleich nochmal. Transformationale Führung besteht im Wesentlichen aus vier Bausteinen, die man sehr gut lernen und anwenden kann.
Das ist das Vorbildhandeln, inspirierende Motivation, geistige Anregung und individuelle Beachtung. So, was verbirgt sich jetzt dahinter? Kennen Sie den? Wer ist das? Götz Werner, genau. Wer hat DM gegründet? Er ist bekannt für eine sehr wertschätzende Art der Mitarbeiterführung. Werte sind ihm sehr wichtig. Diese kommuniziert er und diese lebt er aktiv. Er begreift sich selbst und agiert als Vorbild. Und das macht Vorbildhandeln oder im Original heißt es Idolized Influence aus. Seine Werte zu haben, diese zu kommunizieren und sich entsprechend als Vorbild zu fühlen und danach zu handeln. Der zweite Punkt nennt sich inspirierende Motivation. Das ist im Grunde genommen ein attraktives und ehrgeiziges oder ambitioniertes Zukunftsbild, was in unseren Köpfen besteht und was von den Führungskräften dort platziert wurde. Der Trick an der Sache ist, dieses Bild so zu gestalten, dass die meisten Mitarbeiter sagen, ja, das finde ich toll, da will ich auch hin und da bin ich mit dabei bei der Umsetzung. Da gibt es ein paar psychologische Tricks, wie man das machen kann in der Verbalisierung. Aber grundsätzlich ist das ein ganz wichtiger Baustein der transformationalen Führung, weil es hilft, Orientierung zu geben. Menschen mögen in der Regel keine Unsicherheit. Sie versuchen, Unsicherheit zu vermeiden. Und eine solche Orientierung, wo will unsere Organisation hin, wo will sie in 5 bis 7 Jahren stehen, hilft, Unsicherheit zu reduzieren. Der dritte Baustein ist die geistige Anregung. Geistige Anregung bezeichnet, und hier gibt es auch, denke ich, wieder eine ganz enge Verknüpfung zu dem Kata-Konzept, immer wieder Gewohntes zu hinterfragen und die Mitarbeiter in die Entwicklung von Verbesserungen mit einzubeziehen. Der letzte Baustein ist individuelle Beachtung. Individuelle Beachtung bedeutet für die Führungskraft, auf jeden einzelnen Mitarbeiter einzugehen. In der Regel weiß man, was der einzelne Mitarbeiter leistet, wo seine Stärken und Schwächen sind. Aber es gilt auch, das Potenzial zu begreifen und zu erfahren, was seine Bedürfnisse sind, um dann gemeinsam mit dem Mitarbeiter an der Weiterentwicklung seiner Fertigkeiten zu arbeiten. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass transformationale Führung kein Ersatz für die transaktionale sind. Also dieses Management by Objectives fällt dadurch nicht unter den Tisch, sondern transformationale Führung ergänzt die transaktionale. Deshalb sollte man eben auch diesen Austauschprozess zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, wo es um den Austausch von Leistungen und Belohnungen geht, nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern operationale Ziele aus einer Vision ableiten. Das geht manchmal besser, manchmal ist es schwieriger. Und dieses SMART definieren. SMART, kennen Sie den Ansatz? Spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realisierbar und terminiert. So, das ist im Grunde genommen das ganze Geheimnis. Das kann man super lernen und kann man anwenden. Und wenn Sie das tun, dann achten Sie darauf, dass Sie die Mitarbeiter dazu bringen, Dinge in Gang zu setzen, in Bewegung zu setzen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Weil wir wissen, dass Verhalten Einstellung ändert. Häufig hört man den umgekehrten Zusammenhang. Den gibt es auch, der ist aber schwächer. Lässt sich konsistenztheoretisch erklären, will ich jetzt nicht vertieft darauf eingehen. Aber wenn ich Mitarbeiter dazu bringe, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten, wird sich ihre Einstellung positiv in Richtung des ausgeübten Verhaltens verändern. Und das zeigt auf die Dauer, und so ist es dann auch in der Kata irgendwo auch wiederzufinden, zeigt, dass sich die Geistesverhaltung oder das Mindset verändert. Wie kann ich mir jetzt vorstellen, wie dieses ganze Konzept im Menschen, im Mitarbeiter wirkt? Wir haben dieses Führungsverhalten, was ich gerade schon beschrieben habe. Also es geht darum, eine Vision zu entwickeln, daraus operationale Ziele abzuleiten, entsprechend auch aufzutreten, Vorbildfunktion, Selbstvertrauen darzustellen, Leistungsstandards vorzugeben und, und. So, was macht das beim Mitarbeiter? Beim Mitarbeiter führt das zu einer Identifikation, also ich muss es wirklich stringent machen. Es reicht nicht, wenn ich mir irgendwas davon herauspicke. Diesen Wirkungseffekt ergibt sich dann, wenn ich diesen transformationalen Führungsansatz in seiner Gänze umsetze.
Dann kann ich damit rechnen, dass sich der Mitarbeiter auch mit den Zielen der Organisation identifiziert und an der Umsetzung mitarbeitet. Das steigert seinen Selbstwert und in der Folge, wenn ich mir die motivationalen Wirkungen anschaue, führt das auch dazu, dass er sich selber in der Lage dazu sieht, dieses Verhalten in Zukunft erfolgreich auszuführen. Das ist dieses Konzept der Selbstwirksamkeit, das ich gerade schon skizziert habe, das ganz wichtig ist für uns. Im Ergebnis haben wir dann höhere Leistung, höhere Zufriedenheit und eine höhere Bindung, Commitment ans Unternehmen. Und das ist das, was wir wollen, zumindest in der Psychologie. Fragen soweit? Ist das interessant für Sie? Gut. Nochmal zu dem Thema transformational und transaktional. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, müssen wir dann eigentlich das Management bei Objectives weglassen, wenn wir anfangen, transformational zu führen? Und das ist nicht der Fall. Beides passt super zusammen. Es entfaltet dann seine volle Wirkung, wenn ich das transformationale Steuerungsmodell nutze, mir die Ziele überlege, sei es für Organisationseinheiten in Geschäftsplänen, für Produkte, Qualität, Umsatz, was auch immer, und dann mir anschaue, was das Ganze bringt. Weil die intrinsische Motivation ist mit dabei, wir haben die extrinsische Motivation über die Ziele und die entsprechenden Belohnungen, die dafür ausstehen, und das führt zu einer höheren Leistung. Also, wer sagt, transformationale Führung ist eine tolle Sache, das wollen wir jetzt auch, der darf die transaktionale nicht hinten runterfallen lassen. Ich hatte schon angedeutet, es gibt sehr viele Untersuchungen dazu. Und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Auszug von den Sachen, die so ein bisschen gehighlightet sind in der Scientific Community, die ich mitgebracht habe. Und hier sehen Sie schon auf der linken Seite, was man da alles so untersucht. In der Regel sind das einfache Untersuchungen, wo man ein Fragebogeninstrument verwendet, den sogenannten Multi-Factor Leadership Questionnaire, komme ich gleich nochmal drauf, und dann einfach guckt, in unterschiedlichen Settings, häufig ist es in der Administration, wie das Ganze wirkt und mit welchen anderen Variablen hier Zusammenhänge nachweisbar sind. Eins möchte ich gerne, genau, das hier, Brown und May 2010, das war eine Untersuchung zum Thema Gruppenleistung in der Manufacturing Industry, also in Produktionsunternehmen. Es ist tatsächlich meistens untersucht worden in der Administration, nicht nur bei Finanzdienstleistern, aber hier gab es mal eine Untersuchung in der Produktionsindustrie. Ich habe zur Vorbereitung meines Vortrags auch mal nachgeschaut, was finde ich denn eigentlich zu Kata bzw. Toyota und Transformational Leadership? Und es war echt dünn. Also ich habe ein Buch gefunden von Philip Marksbury, das heißt The Modern Theory of the Toyota Production System, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, ist von 2013, der vermutet, dass Toyota auch transformationale Führung anwendet. Er hat es nicht nachgewiesen, er hat keine empirische Untersuchung dazu gemacht, er vermutet es nur. Ansonsten gibt es ein paar amerikanische Dissertationen, die leider nicht zu beziehen waren, aber es ist sehr, sehr dünn. Gleichwohl stellen Sie wahrscheinlich jetzt schon fest, dass es dort doch erhebliche Zusammenhänge gibt zwischen der Steuerung mit Kata und diesem transformationalen Führungskonzept. Gut, die Liste kann man noch weiterführen. Also, was Psychologen untersuchen konnten, haben sie tatsächlich untersucht. Wir wissen eine ganze Menge und zu fast jeder Fragestellung findet man inzwischen die entsprechende Studie. Ich hatte gerade schon angedeutet, es ist ganz, ganz wichtig, ein valides Messinstrument zu haben. Und dieses valide Messinstrument ist bei uns der Multi-Factor Leadership Questionnaire. Das sind 45 Items im amerikanischen Original, das wir ab und zu mal verwenden. Und in der deutschen Version von Felfe sind es 48 Items. Ist überschaubar. Wenn man das als Online-Befragung macht, dauert das nicht länger als 5 bis 8 Minuten, je nach Lesegeschwindigkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch in diesen Projekten, die wir machen, den Führungskräften ganz am Anfang mal zu spiegeln, so sehen euch eure Mitarbeiter. Sie haben immer diesen selbstwertdienlichen Bias bei Führungskräften. Ja klar, bin ich eine gute Führungskraft, läuft doch alles. Wenn man aber mal die Mitarbeiter fragt, wie es tatsächlich aussieht, sind manche doch sehr überrascht. Sie sind überrascht, wie sie bewertet werden. Sie sind überrascht, wie sie im Vergleich zu ihren Peers bewertet werden, im Vergleich zu Benchmarks. Und das ist immer ein sehr schönes Moment am Anfang von den Projekten, wenn wir erstmal aufzeigen, hier stehst du und hier stehen die anderen. Und das wirkt natürlich auch in Richtung einer Sensibilisierung für das Thema und für einer, ja ich sag mal, in Richtung Offenheit, sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen.
Zum Schluss habe ich Ihnen noch ein paar konkrete Ergebnisse mitgebracht aus unseren eigenen Studien. Im Rahmen von diesem Leadership, Multi-Factor Leadership Questionnaire sehen Sie hier unten so drei Konzepte, die auch im Fragebogen abgefragt werden, die eigentlich abhängige Variablen sind. Ja, also während hier oben der ganze Kram unabhängig ist, sind die hier unten abhängig. Und das heißt, wir haben einfach mal gefragt, wie sehen die Mitarbeiter die Effektivität der Führung, wie beurteilen sie die Zufriedenheit mit der Führung und würden sie sich für ihre Führungskraft besonders ins Zeug legen, das heißt hier extra Anstrengung oder extra Effort. Und da kommt jetzt zum Beispiel Folgendes raus. Sie sehen auf der Abszisse die Intensität transformationaler Führung. Transformationale Führung können wir mit diesem MLQ messen. Die haben wir unterteilt hier in vier Klassen und haben dann abgetragen auf der Ordinate den mittleren Skalenwert für unsere abhängigen Variablen. Also extra Anstrengung, Führungseffektivität und Führungszufriedenheit. Immer aus der Perspektive von Mitarbeitern. Das ist übrigens auch ganz wichtig. Natürlich kann man Führungskräfte selbst fragen. Natürlich kann man Führungskräften diesen Fragebogen mit ein paar etwas gedrehten Items vorlegen. Sie haben aber immer ein Bias. Und der Bias ist immer positiv. Also es ist wesentlich wichtiger für das Projekt, aber auch für die Führungskräfte zu sehen, was denken denn die Mitarbeiter wirklich? Und hier haben wir das mal abgetragen für die transformationale Führung. Teil dieses Fragebogens ist auch diese transaktionale Führung, also das, was man mit Management by Objectives und Management by Exception beschreiben kann. Und das Ergebnis sieht so aus. Ja, das heißt mit anderen Worten, transaktionale Führung führt bei diesen gleichzeitig gemessenen abhängigen Variablen nicht zu den gleichen Ausprägungen, sondern zu geringeren. Und das ist auch signifikant verschieden. Das reicht uns aber nicht. Das ist ja im Fragebogen drin. Da gibt es irgendwo eine Interkorrelation. Das ist eigentlich klar. Deshalb holen wir uns noch externe Variablen mit hinzu. Manchmal funktioniert das ganz gut. Wenn wir zum Beispiel im Versicherungsvertrieb unterwegs sind, gehen wir zum Versicherungscontrolling und sagen, bei den Leuten haben wir was gemessen, zu denen hätten wir gerne die Leistungsdaten. Manchmal bekommen wir sie auch. Und dann können wir das gegeneinander abtragen. Nämlich die Messergebnisse zu den Führungskräften, die Mitarbeiter äußern und die Leistungsdaten eben dieser Mitarbeiter. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Muss ich kurz erklären. Wichtig in der Versicherungsbranche sind immer die Abschlüsse. Das heißt, was Sie hier abgetragen haben, sind die Neuabschlüsse in der Schaden-Unfall-Sparte. Was ist sowas dabei wie Hausrat, Wohngebäude, Unfall eben. So, und wir haben das indiziert hier auf die 100 und haben auch wieder die Intensität der Führung abgemessen und abgetragen hier und sehen, dass es eine deutliche Steigerung gibt. Je mehr, je intensiver dieser Führungsansatz ausgeübt wird, desto positiver sind auch die Ergebnisse. Und die Ergebnisse steigen zwar auch mit der transaktionalen Führung, aber nicht in dem Ausmaß. Das wird noch deutlicher in einem anderen Projekt, was wir gemacht haben, wie das gleiche Vorgehen. Und das Delta SHUR bezieht sich dann auf Sach-, Hausrat-, Unfall- und Rechtsschutz. Hier haben wir die Bestandsveränderung abgetragen. Nicht die Neuabschlüsse, sondern die Bestandsveränderung. Und hier sieht man auch wieder diese steigende Funktion. Gut, die fällt am Anfang so ein bisschen ab bei der transformationalen Führung. Aber grundsätzlich eine schöne steigende Funktion, die zeigt, je intensiver von der Führungskraft transformationale Führung angewandt wird, desto positiver ist das Leistungsergebnis auf Seiten der Mitarbeiter. Dann haben wir uns zum Schluss gefragt, kann man denn auch eine Veränderung feststellen? Also so ein Führungsprogramm dauert bei uns ein Jahr, weil wir sagen, wir müssen immer wieder uns mit der Führungskraft austauschen, sie immer wieder dazu animieren, transformational zu führen, damit irgendwas hängen bleibt. Und ob irgendwas hängen bleibt und wie das dann in den Leistungsergebnissen aussieht, das haben wir uns hier mal angeguckt. Das kann man ein bisschen schlecht lesen hier. Hier unten steht weniger Führung. Weniger Führung, etwas mehr Führung und mehr Führung. Haben wir auch wieder in Klassen eingeteilt. Und wir stellen dann fest, je intensiver sich jemand verändert hat in Richtung transformationaler Führung, desto besser sind die Ergebnisse. Das gilt auch für die transaktionale. Wie gesagt, transaktionale Führung ist nicht schlecht. Nur transformationale Führung führt zu besseren Leistungsergebnissen. Gut, ganz zum Schluss noch ein paar, Sie stehen schon bereit. Bin ich schon fertig? Okay. Eine Folie noch. Praxiserfahrung. Was wissen wir aufgrund unserer Untersuchung? Also es funktioniert bei uns vor allem gut im Vertrieb und in der Verwaltung.
Intrinsische Motivation ist ein ganz wichtiger Punkt, den kann man entsprechend durch transformationale Führung erhöhen. Wir haben die wahrgenommene Unsicherheit, die sich reduziert bei dem richtigen Führungsverhalten. Und wir sehen anhand unserer Untersuchung, dass Führungswirksamkeit und Zufriedenheit steigen, genauso wie eben die gezeigte Mitarbeiterleistung. Wichtig ist eben, lässt sich in der Regel gut vereinbaren mit dem aktuellen Steuerungssystem. Wir haben auch wieder ganz wichtig ein valides Messinstrument, das das misst, was es tatsächlich messen soll, was zum Einsatz kommen sollte. Und schließlich, man kann es auch lernen. Der Weg, um es anzuwenden, ist nicht einfach, aber das kennen Sie ja von der Kata. Man muss es immer wieder üben, damit man es tatsächlich in der richtigen Form in die Anwendung bringt. Zum Schluss, als Teaser sozusagen für diese sechs Minuten Diskussion, habe ich noch eine Folie mitgebracht, wo ich mir überlegt habe, es gibt doch eine ganze Menge Gemeinsamkeiten zwischen der Kata, die Sie kennen, auf der einen Seite, und der transformationalen Führung auf der anderen Seite. Gleichwohl denke ich, es gibt auch einige Unterschiede und vielleicht können wir darüber einfach jetzt noch ein paar Minuten sprechen. Dankeschön. Ja, auch für Sie ein kleines Dankeschön. Auch danke. Vielen Dank, dass Sie sich so intensiv in das Thema Kata eingearbeitet haben. Und wir wollten jetzt mit Ihnen und mit der Community diskutieren, wo sehen Sie Ansatzpunkte? Ne? Die letzte Folie, ich weiß nicht, können wir sie noch mal ganz kurz einblenden, glaube ich, war da auch ganz gut. Ich habe viele Begriffe gehört, die reinpassen würden. Ne? Wir müssen ein Wunschbild schaffen, wir müssen daraus operationale Ziele, also eher kurzfristige Ziele ableiten. Also da taucht schon mal wieder so Blitzlicht auf und man sagt, oh, ja, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Und andererseits ist, glaube ich, der Aspekt, die intrinsische Motivation zu fördern, in der Kata noch nicht so präsent, Mike. Oder siehst du es anders? Das Thema intrinsische Motivation? Ich glaube, das meine Perspektive, intrinsische Motivierung ist ein Ergebnis von Üben der Kata. Interessant ist auch die Bereitschaft, die Herausforderung anzunehmen. Das wissen wir, die kann man steigern. Man wird mit Ungewissheit komfortabler oder bequem. Das heißt, durch Üben einer wissenschaftlichen Denk- und Handlungsweise ist der Discomfort immer noch da. Ja, es kommt eine Ungewissheit auf einen zu, wie diese Amerikaner im Toyota-Entwicklungszentrum. Ja, was wäre, wenn der Test die Testzeit null betragen würde? Ja? The fear, the discomfort von der Herausforderung, von der Ungewissheit, die ist noch da, aber sie ist bekannter. Es ist mehr so, wir dachten vielleicht, die Leute haben nicht mehr das schlechte Empfinden mit Ungewissheit. Nee, es ist noch da, aber sie kennen das Gefühl. Sie sagen, ah ja, ich kenne das. Und ich bin diesen Weg schon mal gegangen. Das heißt, die Bereitschaft für Herausforderung oder für Ungewissheit oder die Fähigkeit, damit zurechtzukommen, steigt. Ich würde das gerne noch ergänzen an einer Stelle. Also dieser Discomfort, ja. Uncertainty, wird im Konzept der transformationalen Führung von der Führungskraft aufgenommen und stückweise geheilt. Weil die Führungskraft agiert mit Selbstvertrauen, mit Werten, hat in der Vergangenheit gezeigt, dass dieser Weg auch der richtige ist. Und selbst wenn die Unsicherheit erstmal wächst, um dann wieder abgebaut zu werden. Wenn die erstmal wächst, kann sich der Mitarbeiter immer auf diese starke Führungskraft verlassen, in diesem Ansatz. Ja, wobei auch, Sie hatten es auch erwähnt, aber ich glaube, das ist noch Cutter da noch wesentlich stärker. Dadurch, dass ich die Leute zum Experimentieren und zum Überwinden von Hindernissen anrege, stärke ich deren Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen. Richtig, genau. Und dadurch brauchen sie diese starke Führungskraft. Vielleicht gar nicht mehr, ne? Oder weiß nicht. Mike? Ja, die Führungskraft nimmt nicht diese Ungewissheit für die Person auf, sondern zeigt die Person, wie sie mit der Ungewissheit zurechtkommen und baut damit eine Fähigkeit auf. Ja. Aber ich glaube, es ist sehr ähnlich. Ja, es ist sehr ähnlich. Und auch das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, ne? Wie können wir das erreichen, dass wir eine Nullzeit haben? Ja. Ja, das war ja dann auch eine ganz neue Situation. Er hatte zwar, also dieser Mitarbeiter hatte in der Vergangenheit zwar schon die Erfahrung gemacht, es funktioniert irgendwo, ich kriege das immer wieder hin, aber mit diesem Anspruch, mit dieser Herausforderung umzugehen, hat erstmal Unsicherheit ausgelöst. Right. Und ich finde, ja,
wie Sie das, also bleiben wir bei dem Beispiel, wenn diese Führungskraft gesagt hätte, jetzt keine Bange, lass uns einfach mal ein Denkexperiment machen. Denkexperiment. Ja. Oder diese Führungskraft würde sagen, aha, der reagiert gar nicht, der hat totale Angst, ich muss ihn jetzt erstmal mit Starter Cutter oder irgendwas, ne, also etwas Einfacheres ihm zeigen, wie geht das, ne, und so langsam aufbauen. Beides würde helfen, glaube ich. Ja. Ja. Aber ich glaube, dein Punkt ist, wenn man auf Dauer sich immer nur auf die Vorgesetzten verlässt, ach, die nehmen mir die Unsicherheit weg, dann ist es nicht ganz das Gleiche wie die Fähigkeit, denn es ist ja alles in Bewegung. Diese Person hier in dem Unternehmen wird ja Führungskraft irgendwann und muss dann selber irgendwie diese Ungewissheit in ihren Mitarbeitern damit zurechtkommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Führungskraft eben auch ein gutes Vorbild ist, dem man nacheifern kann. Right. Und man wird sich das Verhalten, das die Führungskraft zeigt, anschauen und sich überlegen, kann ich das irgendwann auch mal selber so machen? Ja. Und je häufiger man diese Prozesse durchlaufen hat, desto größer wird auch das Selbstvertrauen, dass man das eines Tages so hinbekommt, also diese Selbstwirksamkeit. Wie wir am Telefon vor 2 Tagen besprochen haben, Toyota hat keine Starter Cutter, aber die haben sehr viele Manager, die jetzt als Coach handeln können. Die sind schon an dem Punkt angekommen und haben die Aufgabe, ihre Kultur zu erhalten. Und wir sprechen von Transformation, irgendeine Änderung oder eine Kultur zu modifizieren. Und die Starter Cutter, hat eigentlich der Jeff Leiker dann gesagt, er sagt, die dienen als Ersatz für diese Toyota Manager, die wir noch nicht haben. Mhm. Ja, also fangen Sie mir an. Denn wenn wir einfach allen Managern das überlassen in einer Organisation, die noch nicht so weit ist, dann kann es sein, dass sie alles Mögliche, da kommt alles Mögliche bei raus, jedem das Seine sozusagen. Und dann haben sie wieder nicht eine absichtliche Kultur. Mhm. Ja, passt gut zusammen. Denke ich auch, ja. Okay, und jetzt nochmal in die Runde die Frage, haben Sie noch Fragen oder Anregungen, Diskussionsbeiträge zu der Thematik? Ich schau mal. Ja, ich hab nur eine kleine Frage. Ganz kleinen Moment, bis das Mikro da ist. Warte noch. Mikro kommt, dass es alle verstehen. Die Frage ist etwas ketzerisch. Wenn das so gut erforscht ist, können Sie vielleicht mal ein paar Leute von einladen, die sich da mal mit dem Thema beschäftigen? Danke. Machen wir. Ich hätte vielleicht noch eine Anmerkung zu der Folie da rechts. Diese individuelle Weiterentwicklung der Mitarbeiter, ich sehe die eigentlich auch bei der Cutter, zumindest was die Coaches angeht. Definitiv, ja. Das war mir jetzt ein bisschen zu wenig bei der Cutter. Also die Erfahrung zeigt mir, dass es sehr wichtig ist, den Coach hier auch weiterzuentwickeln, weil er wird Moderator, er wird, er braucht einiges an die Hand. Kann ich, also so wie ich das verstanden habe, ich bin ja jetzt Newbie, was Cutter angeht, so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass im Wesentlichen eine Coaching-Beziehung besteht zwischen unterschiedlichen Hierarchiestufen. Es gibt so einen Professor von der Universität Okayama, der heißt Koichi Shimizu. Der hat festgestellt, dass nur 10% aller Verbesserungen von den Mitarbeitern kommen. 90% kommen von den Teamleitern, Abteilungsleitern, Produktionsleitern, spezialisierten Ingenieuren. Ich habe den Eindruck daraus gewonnen, okay, es gibt eine Weiterentwicklung, die spielt sich aber im Wesentlichen auf der Hierarchieebene oberhalb des Shopfloors ab. Also nicht die Arbeiter, die Sachen zusammenschrauben, die werden vielleicht mal ausgewählt, kannst du die nächste Stufe erreichen, aber die größte Weiterentwicklung findet dann bei den anderen statt. Vielleicht heißt das aber auch diese Aussage, 90% kommen von den Führungskräften, dass wir den Rest des Potenzials der Mitarbeiter noch nicht richtig nutzen. Dass da noch was ist, Theorie 1 oder Theorie 2, die Führungskräfte klauen die Ideen einfach von den Mitarbeitern und verkaufen sie als ihre. Das kann auch sein, ja. Das kann also durchaus auch was sein. Also gibt es auch Möglichkeiten. Ja, natürlich, Mike. Also wir haben viele Toyota-Werke in den USA und deshalb können wir bei solchen Sachen nachhaken. Und die sagen, ja, die Mitarbeiter machen Verbesserungen in ihrem Envelope, sagen die, also in ihrem Arbeitsbereich. Und für einen Mitarbeiterband sind das diese 7 Meter. Ja? Und da werden die Verbesserungen gemacht. Und viele Manager haben uns dann gesagt, aber das ist Vorbereitung.
da fangen sie an, die Denkweise zu lernen. Okay. Und dann werden sie Teamleiter, Gruppenleiter und dann geht es richtig los. Ja, so in etwa. Ja, also es passt, würde ich sagen. Übrigens, individuelle Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Wir haben versucht, Gruppencoaching zu machen am Anfang. Wir haben so wenige Coaches, lass uns doch lieber Gruppencoaching machen. Es funktioniert nicht. Jeder Lerner hat andere Bedürfnisse, andere Probleme, andere Schwierigkeiten oder will sogar seine oder ihre Schwierigkeiten jetzt nicht auf die große Glocke hängen. Also es bleibt auch bei Toyota eine 1:1 Coaching-Beziehung. Die kann man aber sehr effizient gestalten, weniger als 20 Minuten pro Tag. Also es ist durchaus machbar. Allerdings, wenn Sie Spannen haben, ein Manager hat 40, 50 Mitarbeiter, da kann man nicht coachen. Das in der Spanne funktioniert es, glaube ich, nicht. Ja.